Hi Leute, heute geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Space Astronomy. Okay. Wir haben jetzt in der letzten Folge hier den Redstone Energy Booster füllen lassen. Diesmal gehen wir zu einem Platz Redstone auf Snowball an. Da wird mir daraus jetzt ein Misspower erstellen. Den werden wir dann gleich mit dem Rauchen. Vorher machen wir jetzt erst einmal das hier. Wir müssen wir eigentlich bis zum nächsten die letzte auch noch passt. Dann können wir jetzt, ich muss das Ganze noch aber machen. Dann brauche ich nochmal die Stufe hier, das hier. Dann das Ganze mit Kupfer machen. 10 Kupfer rum. Dann auch noch 10 Inventar. Hier bringen wir das Eispowder raus. Das muss ich ganz kurz jetzt. Okay, damit habe ich jetzt das ganze Eispowder. Hier hinten hat sich ein Fehler drin, das ist nicht Kupfer, sondern mit dem Rosen. Das habe ich auch ganz cool gemacht. Und dann schmeißen wir mal hier den ganzen Schnee rein. Können jetzt was geben wir? Miete. Zum Beispiel bräuchte ich den kriege ich am besten, indem ich Sandstone klein mache und überall sage. Machen wir das doch mal ganz kurz, bis ich den ganzen Liter zusammen habe, den ich brauche. Okay, damit habe ich jetzt auch den ganzen Liter. Das heißt, wir können jetzt hier das Jellit erstmal das Chlorophyll hier herstellen. Was das so oder Chlorophyll das? Den kann ich jetzt hier klein machen lassen. Und damit dann die Frames hier füllen lassen. Das warten wir auch mal ganz kurz ab. Okay, damit wird jetzt auch hier der letzte Frame gefüllt. Machen wir jetzt auch. Unsere Inverb Armor Platten sind auch fertig. Das heißt, wir können das hier herstellen. Und mal schauen, was brauchen wir jetzt? Hat noch nichts. Wir haben das beste Jetpack, das wir haben können. Und das braucht jetzt halt ungefähr zum Teil die ganze Kapazität der Bank voll. Bis das voll ist. Also das dauert jetzt auch etwas, bis das geladen ist. Okay. Dann schauen wir doch mal weiter. Was brauchen wir sonst? Schauen wir doch mal hier. Wo können wir weitermachen? Dafür brauchen wir Coolant-Ports. Schauen wir doch mal. Reaktor. Coolant-Port. Und auch habe ich schon zweimal gemacht. Ich glaube, da habe ich bloß einmal fast das falsche Rezept hergestellt, aber das war's. Also brauche ich hier jetzt 8 Stück. Zwei Pistons. Ah, ja. Wenn der hier natürlich das komplett leer saugt, dann fällt hier auch das System aus. Ist eigentlich logisch. Ich brauche noch zwei Pistons. Und damit kann ich jetzt auch das herstellen. Ups, nicht wieder reinlegen, sondern Inventar. Da kriegen wir jetzt einen großen Teller. Können jetzt Zyanid haben wir hergestellt, das haben wir hergestellt, das hier passt. Und das ist jetzt halt für die großen Turbinen, die man herstellen kann. Und das dauert noch etwas, bis wir das alles zusammen haben. Aber ist nicht schlecht, weil da können wir gleich halt das Maximal-Ding herstellen. Beziehungsweise schauen wir doch mal den Kollektor. Turbinenrotorschiff, den können wir eigentlich herstellen. 6 Stück uns, glaube ich, die wir brauchen. Jupp, 6 Stück, passt. Leg ich unten hin. Turbinen-Powerport.
können wir nicht herstellen, weil als erstes brauchen wir das hier. Und das ist wieder so etwas, wo wir ein Rezept dafür anlegen. Die hier, das Glas können wir anlegen. Und wollen nicht Birren. Auch nicht Fluidport, nein. Eigentlich bloß für zwei Stück. Also brauchen wir zwei davon. Herstellen. Eins und... Wieso das zweite immer so lange braucht, das ist komisch. Dann haben wir hier das erste. Brauchen gleich schon mal vier Stück im Normalfall, damit wir jetzt das herstellen können. Dann bringen wir das hier doch schon mal hier runter. Und das geht jetzt genau auch vom Platz. Passt ja. Dann brauchen wir wie viel Glas? 17 Stück. Dann lassen wir doch schon mal sagen, ich will jetzt 17 Turbinenglas. Und Start. Ja, es geht schneller als gedacht. Juhu. Dann habe ich die hier. Dann brauche ich hiervon 120. Wo haben wir es? Da ist das Turbinenglas, das wird wahrscheinlich da oben irgendwo sein, ja. 120 Stück kann ich sogar herstellen, cool. Habe ich nicht mitgerechnet, dass ich das alles dafür habe. Das hier und das hier, dann habe ich das schon mal, passt. Dann die einzelnen schmeiße ich, na, das schmeiße ich nicht zurück, weil ich bereits noch mehr brauche. Für, wo haben wir es, den hier? Nochmal 4. Und was brauche ich sonst noch? 1, 2, 1. Das heißt, ich brauche 4. Da brauche ich auch noch 2 solche. 1, 2, 4, 8, 16, 20 Stück. Dafür uns Graphit. Graphit stellen wir her, indem wir Kohle zum Beispiel mit dem hier zeigen. Das ist doch schneller gegangen als gedacht. Aber ich vermute mal bloß Charcoal. Mist und Charcoal habe ich nicht. Und ansonsten kann man es herstellen, indem man zum Beispiel normale Kohle einschmilzt. Doch hier gleich mal so einen. Nicht pulverisieren, sondern hier mit rein. Das wird natürlich gleich bis da hinten durchgesaugt. Das kommt mit rein. Das dahin, das auch schon einmal. Dann habe ich hier auch schon wieder ein paar. Hoffentlich reicht das schon für 20 Stück. Schauen wir doch mal. Ja, passt. Dann kann ich jetzt das herstellen. Mir fehlt jetzt Plutonium. Das gute Plutonium, das ich für unten für meine Stromgeneratoren brauche, muss ich jetzt für den Schmarrn hier. Und einen hätte ich glaube ich schon drauf. Das ist hier drauf. Aber ja, genau. Habe ich mich einmal verknüpft. Das heißt, die kann ich hier schon mal raus. Und hier schon mal mit rein. Und die alle. Das hier schon mal raus. Dann stelle ich hier gleich noch mal vier Stück her. Damit ich da genügend habe. Ich brauche von dem Fluid-Teil brauche ich zwei. Dann brauche ich noch mal zwei. Thank you.
Stunde, zwei. Es ist nicht schön. Die Woche habe ich noch immer keinen Augen. Und das Woche nehmen wir mal einen halben Stack. Dann brauche ich von Enderperlen insgesamt 4 Stacks. 4. Und Enderium Base. Scheiben. Brauche ich auch das Doppelte, also brauche ich 4. Brauche ich einen viertelten Stack Scheiben. Einen viertelten Stack. Das lasse ich dann mal kurz klein machen. Alles. Okay, damit hätten wir jetzt das ganze Imperium zusammen, was wir benötigen, um die letzten Blöcke zu können. Machen wir doch mal so. Jetzt haben wir die 8 Blöcke. Okay. Und wir haben das hier auch erfüllt. Gut. Dann sind wir hier eigentlich fast. Dann haben wir erst 44%, also das wird, glaube ich, das restliche Ding ja noch voll sein. Wenn nicht sogar, dass wir noch umblättern müssen. Könnte natürlich auch sein. Okay, dann machen wir noch kurz das mit dem Meter einmal, dass wir das auch erfüllt haben. Dann kriegen wir so Gas. Einfach mal dann immer einfach irgendwas in diese Richtung gemacht haben, wenn ich noch was brauche. Und dann kann ich auch gleich mal zeigen, was jetzt dieses Jetpack eigentlich drauf hat, weil das ist wirklich schnell, das ist glaube ich das schnellste, was es geht. Komm schon, stirb. Ja. Aufpassen, ich weiß nicht, das ist total gut gemacht. Genau, das wollte ich nicht. Das ist jetzt nicht schön. Dann schalten wir auf jeden Fall als erstes mal das Jetpack wieder ein, weil ich es ausgemacht habe. Und das Jetpack ist halt wirklich ewig schnell. Also das ist wirklich das Schnellste, was es gibt. Der kann gleich nicht bei der Endschulung und der Rest mithalten, so schnell ist das. Jetzt ist bloß die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Weil ich ja eigentlich nichts brauche. Weil die bewegen sich ja auch nicht. Und anders geht's ja auch nicht, weil ich kriege ja nirgends Flint und Steel, oder? Flint ja, aber Steel kriege ich glaube ich nicht. Außer in irgendeiner Truhe von dem Dungeon. Okay, gut. Das mache ich aber dann aufs Screen, dass ich hier wieder rauskomme. Das dauert mir jetzt ehrlich gesagt zu lang. Okay, dann war's das wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Okay, jetzt glaube ich, habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft, dass der Blaze dieses Ding anzündet. Aber es ging ganz schnell eigentlich jetzt. Das waren wirklich nur so ein paar Sekunden seit der letzten Aufnahme. Okay, gut. Dann, da wir jetzt wieder zurück sind, machen wir jetzt wirklich Schluss mit der Folge. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal.